herzlich willkommen zur Pre-Party, denn im September findet mein kostenfreies Programm statt, oder beziehungsweise die Aktion, alles rund um den Job des Dogwalkers vom 6. bis 12.9. Und heute startet eben die Voraktion, das Vorprogramm dazu mit dem Thema Unternehmensmodelle in der Hundebetreuung. Halt gucken wir uns an, was kann ich denn alles machen, wenn ich jetzt sage, ja, jawohl, ich möchte mit Hunden arbeiten, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Das ist das, was wir uns eben heute angucken und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und ich habe eine kleine Präsentation für euch vorbereitet, die ich dann gleich live schalte. Ich würde einmal kurz das Live-Video gehen, damit ich den Chat sehe, falls ihr Fragen habt. Und dann legen wir auch gleich schon los. Einen Moment, ich schalte mich ganz kurz stumm, damit ihr diese schreckliche Rückkopplung nicht hört. Es dauert nur 2 Sekunden. So, da bin ich wieder. Perfekt, jetzt sehe ich nämlich den Chat. Ich hoffe, ihr habt genauso schönes Wetter wie hier in Nürnberg. Für alle, die vielleicht heute das erste Mal zugucken und mich noch nicht kennen, mein Name ist Anne Rosengrün, ich komme aus Nürnberg und ich biete seit 2014 eine Dogwalker-Ausbildung an für alle, die sich eben in diesem Bereich selbstständig machen wollen. Damit ihr die Möglichkeit habt, mich kennenzulernen, das kennenzulernen, was ich so mache, biete ich seit letztem Jahr so eine kostenfreie Aktion an, alles rund um den Job des Dogwalkers, wo ihr euch informieren könnt. Und dieses Jahr habe ich das so ein bisschen umstrukturiert, das heißt, diese ganzen Unternehmensthemen. Einen Moment, jetzt hat es einfach auf meine AirPods umgeschalten. Nee, jetzt müsstet ihr mich noch hören. Genau. Meine AirPods sind nämlich runter, ich habe sie nicht aufgeladen. Also alles, was so zum Business gehört, diese ganzen Unternehmenssachen, machen wir dieses Jahr im Vorprogramm und das eigentliche Programm ist etwas kürzer gehalten. Ich freue mich schon sehr drauf, ich halte das noch ein bisschen bedeckt. Heute starten wir eben mit diesem Thema, okay, ich möchte mit Hunden arbeiten, aber ich weiß noch nicht wirklich was. Das schauen wir uns heute an. Dafür teile ich einmal meinen Bildschirm. Denkt bitte dran, wenn ich meinen Bildschirm mit euch teile, sehe ich den Chat nicht mehr. Ihr müsstet jetzt eben so ein kleines Bildchen sehen und hier seht ihr die Unternehmensmodelle in der Hundebetreuung. Und wir schauen uns eben Dogwalking, Tagesbetreuung und Hundepension an. Und ganz am Anfang habe ich für euch erstmal zusammengefasst. Viele sagen ja, oh, ich möchte mit Hunden arbeiten, ich werde Hundetrainer oder Hundetrainerin. Und das ist jetzt wieder ein ganz anderer Bereich als das, was ich ausbilde. Also zu mir kommen wirklich die Menschen, die in der Hundebetreuung arbeiten wollen, denn es gibt natürlich da doch gravierende Unterschiede. Wenn ihr als Hundetrainer oder Hundetrainerin arbeiten möchtet, denkt bitte daran, dass ihr mit dem Menschen arbeitet. Es ist also so, dass ihr relativ wenig mit dem Hund arbeitet und sehr viel den Menschen anleitet, wie er mit seinem Hund besser umgehen kann. Das Ziel beim Hundetraining ist es, dass der Kunde mündig wird. Das heißt, er verlässt euch irgendwann und ihr braucht immer wieder neue Kunden. Ihr habt meistens kein wirklich regelmäßiges Einkommen. Erst wenn ihr eine große Hundeschule habt, könnt ihr auch Abos anbieten. Aber ihr habt immer wieder startende Kurse, wo ihr dann ein Batzen Geld reinbekommt. Oder ihr habt eben so Einzeltrainingspakete, wo ihr immer mal mehr Geld reinbekommt. Aber das sehr unregelmäßig. Ihr solltet unbedingt eine Weiterbildung machen im Bereich Erwachsenenbildung. Wie bringe ich Menschen denn irgendwas bei, dass sie auch wirklich das umsetzen, was ich sage und nicht irgendeinen Murks machen? Eure Arbeitszeiten sind oft dann, wenn die Kunden zu Hause sind, das heißt am Wochenende und unter der Woche abends. Das sollte man einfach bedenken. Als Hundebetreuer arbeiten wir viel mehr mit den Hunden, viel weniger mit den Menschen. Wir haben mit dem Menschen deutlich weniger Kontakt, mit dem Hundehalter, mit der Hundehalterin, meistens nur beim Probegassi und dann ab und an so ein bisschen Smalltalk. Je nachdem, welches Modell ihr euch dann auswählt, habt ihr sehr regelmäßige Einkünfte, zum Beispiel beim Dogwalking, wenn ihr Abo-Modelle habt, habt ihr ganz viel regelmäßige Einnahmen. Spezialisiert ihr euch auf die Hundepension, ist es auch eher unregelmäßig.
Entschuldigung, unregelmäßig. Was aber der schöne Aspekt ist, so bei der Hundebetreuung, wenn es den Kunden gefällt, wenn es dem Hund gefällt, habt ihr die Hunde dann teilweise oder sehr häufig über mehrere Jahre. Also ich habe Hunde, die begleite ich vom Welpenalter an bis ins hohe Alter. Das hat man als Hundetrainer, Hundetrainerin selten. Die Arbeitszeiten sind etwas anders. Wenn ihr euch als Dogwalker oder Dogwalkerin selbstständig macht, arbeitet ihr dann, wenn die Hundehalter oder die Hundehalterin eben auf Arbeit. Moment. So, jetzt arbeitet ihr Pi mal Daumen in den Arbeitszeiten von den Hundehaltern, also von 8 bis 15 Uhr, 8 bis 14 Uhr, 7 bis 14 Uhr, das könnt ihr euch dann frei einteilen. Hier muss man natürlich sagen, bei der Tagesbetreuung und bei der Hundepension habt ihr natürlich sehr viel längere Arbeitszeiten. Die Hunde sind aber mit euch integriert. Ja, also die Hunde sind im Alltag bei euch mit integriert und als Hundetrainerin habt ihr das nicht. Ihr könnt auch euren Hund natürlich als Hundebetreuerin viel besser mitnehmen, viel besser in euren Alltag integrieren als als Hundetrainer. Anderer Aspekt ist beispielsweise jetzt hier nicht aufgelistet, Urlaub nehmen, mehrere Wochen Urlaub nehmen, ist als Hundetrainer wiederum einfacher als Hundebetreuer, weil die Hundehalter als Dogwalker zum Beispiel sehr stark auf euch angewiesen sind und ihr müsst euren Urlaub viel, viel besser planen. Als Hundetrainer könnt ihr viel eher sagen, okay, in den Sommerferien mache ich 2 Wochen Urlaub. Also da haben wir wieder den Vorteil des Hundetrainers. Das dazu. Und jetzt schauen wir uns eben die verschiedenen Modelle an, die es gibt. Und zwar sind es so die drei großen Modelle: Dogwalking, Tagesbetreuung und Hundepension. Die möchte ich mit euch einmal durchsprechen und dann habt ihr noch Zeit, eure Fragen zu stellen. Beim Dogwalking ist es so, dass Autofahren ganz klar zum Alltag gehört. Ihr müsst sehr gerne Autofahren. Ihr solltet kein Problem haben mit dem Autofahren. Ihr geht in der belebten Umwelt spazieren. Das heißt, ihr seid jetzt nicht auf dem Gelände, außer ihr mietet euch dann noch ein Gelände als Dogwalker. Das geht natürlich auch. Aber prinzipiell die meisten Dogwalkerinnen sind draußen unterwegs. Ihr benötigt kein Haus, ihr könnt auch eine kleine Wohnung haben und es ist eben auch kein Grundstück notwendig. Ihr habt relativ selten Genehmigungen, die ihr zu erfüllen habt. Die Ausnahme ist Berlin. Wenn ihr in Berlin mehr als 4 Hunde betreuen möchtet, als Dogwalkerin, braucht ihr eine Prüfung. Aber jetzt zum Beispiel so den Paragraph 11 für die Hundepension braucht ihr normalerweise als Dogwalker nicht. In einigen Städten bzw. Gebieten muss das Auto abgenommen werden. Das ist auch immer noch relativ selten. Da würde ich euch empfehlen, mit eurem Veterinäramt in Kontakt zu treten. Was braucht ihr, wenn ihr starten möchtet? Der größte Batzen an Geld beim Dogwalking geht für das Auto drauf, für ein geeignetes Fahrzeug. Und da kommt es drauf an, wie viel Geld ihr zur Verfügung habt, was ihr euch für ein Auto kauft. Und das Auto braucht eben dann noch Hundeboxen. Und das ist so der größte Posten am Anfang. Und dann braucht ihr noch eine kleine Erstausstattung. Das heißt zum Beispiel ein paar Brustgeschirre, Leinen, Schleppleinen, Leckerli, Aufbewahrungsboxen für Leckerlis, sowas Kleines. Na, mehr Kosten habt ihr dann, glaube ich, erstmal nicht. Ihr braucht natürlich auch so Werbung auf dem Auto und solche Sachen, aber das habt ihr im Prinzip immer. Ne? Also, okay, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht eine Hundepension, habt kein Auto, dann habt ihr auch keine Werbekosten, aber ihr braucht es rein theoretisch am Anfang nicht. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, ist natürlich super, das Fahrzeug gleich für Werbezwecke zu nutzen. Rein theoretisch ist aber nicht unbedingt notwendig. Es gibt ein paar unterschiedliche Unternehmensmodelle noch im Dogwalking. Es gibt Dogwalker, die laufen eine Runde am Tag. Das ist geeignet, wenn ihr Kinder habt und die Kinder zum Beispiel nur vormittags in der Kita sind. Na, oder wenn ihr sagt, okay, ihr betrachtet das als Halbtagsjob, dann könnt ihr im Idealfall so 8 bis 10 Hunde betreuen mit einem Spaziergang. Mal mehr, mal weniger. Es kommt sehr darauf an, wie ihr wohnt und wie ihr zeitlich eben das alles strukturiert.
wenn ihr sagt, ihr nehmt es als Vollzeitjob, habt ihr 2 Spaziergänge, 2 Gruppen am Tag und könnt auch da wieder sehr, je nachdem wie ihr wohnt, wie nah oder fern die Hunde wohnen, 10 bis 15 Hunde am Tag betreuen, aufgeteilt auf 2 Gruppen. Und davon könnt ihr dann auch wirklich gut leben. Also von einem Spaziergang kann man nur mit Partner gut davon leben. Bei 2 Spaziergängen könnt ihr wirklich gut davon leben, sodass ihr euch im Endeffekt auch an nichts fehlt. Zusätzlich, oder es gibt auch Dogwalker, die nur Einzelspaziergänge anbieten, könnt ihr eben Einzelspaziergänge anbieten für unverträgliche Hunde, für Hunde, alte Hunde, die nicht mehr so gut laufen können. Da muss man einfach sagen, dass das meist auf Dauer unrentabel ist, weil ihr natürlich, wenn ihr 10 Hunde abholt, deutlich mehr verdient, als wenn ihr in der Zeit mit 2 oder 3 Hunden spazieren geht. Pro und Contra Dogwalking, ihr seid in der belebten Umwelt unterwegs, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, es kann zu Konflikten zwischen euch und anderen Hundehaltern, generell fremden Menschen kommen. Es können euch Hunde weglaufen, wenn ihr sie ableint. Und ihr müsst sehr viel mit den Hunden trainieren, damit eben möglichst wenig Konflikte mit fremden Menschen, mit Radfahrern, mit Hundehaltern entstehen. Das Fahrzeug, was ihr euch kauft, finde ich sehr wichtig, weil als Dogwalker, als Dogwalkerin ist man sehr stark auf das Auto angewiesen. Das Auto sollte möglichst nicht alle 2 Monate in der Werkstatt sein, sodass ihr eben den Kunden dann nicht bedienen könnt. Und das verursacht auch die meisten Kosten, auch dann die laufenden Kosten. Ihr seid eben viel unterwegs mit den Hunden und dann auch im Auto beides. Und wie ich schon gesagt habe, 2 Gruppen sind gut rentabel. Dann seid ihr von 8 bis 15 Uhr, je nachdem wie ihr das aufteilt, 37 bis 15 Uhr ungefähr so in der Zeitspanne unterwegs, also wie ein normaler Vollzeitjob. Tagesbetreuung, das heißt, ihr betreut Hunde zum Beispiel von 7:30 Uhr, 8 Uhr bis 18 Uhr. Wenn ihr das bei euch zu Hause macht, müsst ihr kaum Auto fahren. Dann könnt ihr aber nur bestimmte Anzahl an Hunden betreuen. Ihr habt die Annahme der Hunde und die Abgabe. Also habt ihr nochmal ein ganz anderes Aufgabenfeld, sage ich mal. Wenn ihr euch jetzt ein großes Grundstück mietet, dann habt ihr Genehmigungen. Ihr müsst auch so immer für die Tagesbetreuung Genehmigungen haben. Je nachdem, wie ihr wohnt, vom Bauamt und auf alle Fälle vom Veterinäramt. Und dann kriegt ihr halt eine Anzahl an Hunden genannt, die ihr betreuen dürft. Und dann muss man daran denken, wenn man Tagesbetreuung anbietet, ist man sehr eingespannt, denn diese Hunde können meistens nicht alleine bleiben. Darum werden sie ja in die Tagesbetreuung gegeben. Bedeutet, ihr habt halt relativ wenig Freizeit. Ihr habt vielleicht mehr Zeit als beim Dogwalking, weil ihr geht früh 2 Stunden von 8 bis 10, dann habt ihr Mittagspause, geht nochmal von 14 bis 15 Uhr oder von 13 bis 15 Uhr. Aber dazwischen, ihr könnt halt nirgendwo weg. Na, weil man erstmal davon ausgeht, diese Hunde bleiben nicht alleine. Kosten zum Start. Ihr braucht kein Fahrzeug, aber ihr braucht Genehmigungen. Und diese Genehmigungen können teilweise sehr langwierig sein, sehr kostenintensiv. Und man muss sich das gut überlegen, ob sich das trägt. Man kann es im kleinen Rahmen machen, bei sich zu Hause, wenn man ein Haus mit Garten hat, nette Nachbarn oder Alleinlage, kann man sich das überlegen. Oder wenn man eine große Huta machen möchte, dann hat man noch mehr Probleme, ist das falsche Wort, aber man hat einfach Steine, die einem in den Weg gelegt werden müssen, die man wegräumen muss. Man muss sehr viele Genehmigungen einholen und ganz viel planen und man braucht Mitarbeiter und dann hat man natürlich je nach Region unterschiedliche Kosten. Man muss vielleicht bei einer großen Huta auch was anmieten. Und dann muss man überlegen, ob man das möchte, weil man natürlich sehr viel arbeitet. Am Anfang, ihr müsst immer präsent sein, ihr müsst da sein, ihr müsst arbeiten. Das heißt, zum Beispiel bei einer kleinen Huta, wenn ihr das bei euch zu Hause macht, Betreuung im Haus, könnt ihr zum Beispiel 4 bis 6 Hunde betreuen. Dann habt ihr natürlich auch nur ein bestimmtes Einkommen, dann ist irgendwann Sense. Und bei einer großen Huta rentiert sich das meistens so ab 10 Hunde aufwärts, dann benötigt ihr wieder Personal. Ihr habt bei der Tagesbetreuung eine Betreuungszeit von ungefähr 7 Uhr bis 19 Uhr plus minus, je nachdem, was ihr anbietet. Entweder, wenn ihr mit den Hunden spazieren geht, habt ihr eben zusätzlich zu der Tagesbetreuung noch das Dogwalking, was ihr mit den Hunden macht. Dann müsst ihr wieder trainieren mit allen Hunden
Und dann kommt das noch dazu, plus eben, wie gestalte ich das Abgeben der Hunde und das Zurückgeben der Hunde? Und da muss man sich wirklich ganz viele Gedanken machen, ob man das möchte, ob einem das liegt. Und wenn man noch einen Shuttle-Service anbietet, beispielsweise die Hunde werden früh um 7 von zu Hause abgeholt oder von einem Treffpunkt statt Mitte abgeholt und abends wieder gebracht, braucht ihr wieder ein Fahrzeug und habt da wieder Kosten. Das muss man sich alles durchrechnen. Was das Rechnen angeht, sage ich gleich, da bin ich nicht die richtige Person. Da habe ich dann noch jemanden eingeladen, der sich da deutlich besser auskennt als ich. Hundepension bedeutet, ihr nehmt die Hunde, während die Hundehalter im Urlaub sind oder im Krankenhaus 24 Stunden. Ich gehe immer davon aus, die Hunde sind bei mir mit im Haus oder in der Wohnung, werden wirklich 24 Stunden betreut. Es gibt da natürlich auch wieder andere Konzepte. Es ist prinzipiell das Autofahren gar nicht notwendig. Ihr braucht nicht mal mehr ein Auto. Man braucht aber immer wieder neue Hunde, beim Dogwalking auch, aber nicht ganz so viele. Und die Hauptsaison ist in den Ferien. Das heißt, wenn ihr schulpflichtige Kinder habt, ist das vielleicht nicht so gut geeignet, weil ihr eben dann ja auch selber vielleicht mal in Urlaub fahren wollt. Und das korreliert dann so ein bisschen. Ihr braucht Genehmigungen, ihr braucht den Paragraph 11 für die Hundepension. Das ist und eben vom Bauamt diese Nutzungsänderungsgenehmigung. Das ist teilweise langwierig und etwas schwierig. Kosten habt ihr je nachdem, was ihr plant, weniger oder mehr. Wenn ihr es bei euch zu Hause machen wollt, habt ihr natürlich nicht so viel Kosten. Ihr müsst halt nur die ganzen Genehmigungen einholen. Wenn ihr es groß aufziehen wollt, dann habt ihr natürlich teilweise wirklich hohe Kosten, Baukosten, je nachdem, was euch so im Kopf rumschwirrt. Und auch da braucht ihr die Genehmigung vom Bauamt und vom Veterinäramt. Und bei der Hundepension gibt es dann natürlich nochmal verschiedene Unternehmensmodelle. Das heißt, die Hunde werden einmal im Haus mit komplettem Familienanschluss gehalten. Dann gibt es die Zwingerhaltung, Zimmerhaltung und da wiederum nochmal Einzel- und Gruppenhaltung. Da muss man sich sehr überlegen, was man machen möchte und was einem persönlich liegt. Also, wenn du sagst, okay, ihr möchtet mit oder du möchtest mit Hunden arbeiten, dann überleg dir immer, wie viel Freizeit möchtest du haben. Beim Dogwalking ist halt das Schöne, du hast sehr feste Arbeitszeiten. Das hast du bei der Tagesbetreuung und bei der Hundepension nicht. Da arbeitest du viel, viel länger, hast die Hunde viel länger bei dir, kannst weder ins Kino gehen noch mit Freunden treffen in der Stadt, wird schon schwierig. Du musst dann immer die Hunde mitnehmen oder du brauchst Familienmitglieder, die eben dann auf die Hunde aufpassen. Am Autofahren liegt dir das oder sagst, boah, den ganzen Tag und Stadtverkehr und möchtest du nicht? Wie viel möchtest du arbeiten? Wenn du sagst, naja, 2 Hunde zur Tagesbetreuung, das ist ganz chillig, ganz cool, dann ist es eher ein Nebengewerbe. Ja, das kann auch Spaß machen. Ich kenne viele, die das so machen, aber davon kannst du natürlich nicht leben, wohingegen du mit einem gut aufgebauten Konzept fürs Dogwalking sehr, sehr gut davon leben kannst. Und dann eben die Frage, wie viel möchtest du verdienen und wie lebst du? Also hast du eine Wohnung, hast du ein Haus mit Garten, hast du nette Nachbarn, hast du Nachbarn, die wegen jedem Pups rummeckern? Und das sind so die Fragen, die ihr euch stellen solltet, um zu gucken, was passt denn zu euch? Und dann könnt ihr natürlich rumfragen und schauen, was ihr euch angucken könnt. Also ob ihr mal in der Hundepension einfach Tag schnuppern könnt, beim Dogwalker, wie auch immer, um einfach mal zu sehen, wie läuft denn so der Tag ab. Das ist natürlich bei allen insgesamt gesehen etwas unterschiedlich. Ne? Also jeder Dogwalker hat so seinen eigenen Tag. So, jetzt komme ich mal wieder groß zu euch zurück und guck mal. Moment, ich muss jetzt noch meine Präsentation beenden. So, was ihr denn so geschrieben habt. Also, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie doch bitte jetzt in den Chat. Katja fragt, heißt das bei sich zu Hause denn auch Huta? Ja, du kannst es auch Huta nennen. Es ist dann so, wenn du es bei dir zu Hause machst, dass du natürlich in einem deutlich kleineren Rahmen machen kannst, als jetzt zum Beispiel jemand, der ein Gebäude oder eben Räume angemietet hat und da seine Huta macht. Na? Also man hat dann 1, 2 Hunde da, auf die man aufpasst
Und oder eben dieses Konzept, natürlich könnt ihr auch die Konzepte miteinander mischen, sodass ihr sagt, ihr macht Dogwalking und Tagesbetreuung, Dogwalking und Hundepension. Das geht natürlich auch. Da muss man ein bisschen gucken, was bei dem, also was beim individuellen Menschen einfach möglich ist. Na, ich stelle euch noch den Link zu meiner Facebook-Gruppe in den Chat. Wenn ihr den noch nicht kennt, könnt ihr euch da einfach anmelden. Und ich weiß, bis September ist noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt euch natürlich auch später anmelden. Und meine Aktion, alles rund um den Job des Dogwalkers, wird dann im September in der Gruppe stattfinden. Und da wird es tägliche Live-Videos geben, die aber eben nicht auf meiner Facebook-Seite sind, so wie jetzt, sondern eben in dieser Gruppe. Das heißt, wenn ihr sagt, oh ja, das interessiert euch und ihr möchtet, oder ihr wisst noch nicht, in welche Richtung ihr gehen möchtet, möchtet euch das mal angucken, dann einfach in die Gruppe reingehen und das findet eben kostenfrei für euch statt. Da ist noch eine Frage, in einer Mietwohnung muss man den Vermieter fragen, ob man gewerblich Hundebetreuung machen darf oder muss ich ihn nicht informieren, wenn Hunde erlaubt sind. Du musst den Vermieter fragen und du solltest eben auch die schriftliche Genehmigung haben, ne, dass du eben Hunde gewerblich halten darfst. Man muss auch mal beim Veterinäramt nachfragen, wenn man nur ein oder zwei Hunde in der Wohnung haben möchte, ob die eine Genehmigung haben möchten oder nicht. Und genau das ist die Frage von der Julia, wenn man ein oder zwei Hunde betreut, zum Beispiel zur Urlaubsbetreuung, brauche ich dann eine Genehmigung vom Bauamt? Würde ich mich bei der Gemeinde erkundigen. Ich finde, es ist sehr unterschiedlich. Auch beim Veterinäramt erkundigen, was die so sagen, wie ihre Erfahrungen sind. Im Prinzip brauchst du das, ja, es ist so ein bisschen, es ist sehr schwammig in dem Gebiet. Ne? Ich habe schon beides gehört, weil man ist sich ja nicht wirklich einig. Eigentlich sind es ja Privaträume und wir nutzen diese Räume viel mehr für unsere Privatzwecke als für die gewerbliche Tätigkeit. Daher würde ich mich erstmal beim Veterinäramt erkundigen, was die so sagen. Und wenn die sagen, okay, es gibt eben Ortschaften, da heißt es, die rühren keinen Finger, wenn sie nicht beim Bauamt waren, dann gehst du weiter zum Bauamt. Was das angeht, sage ich gleich, bin ich keine gute Ansprechpartnerin. Solche ganzen Behördengänge, dann braucht ihr dann andere Berater oder Beraterinnen. Ich bin da nicht so gut geeignet. Ich kann euch nur so ein bisschen marketingtechnisch unter die Arme greifen und so ein bisschen zu schauen, okay, was möchtet ihr machen? So dann die ganzen Behördengänge und Finanzplanung, da würde ich euch dann weiterschicken, weil Zahlen sind so gar nicht meins. Okay, na, Julia schreibt noch, sie steht bereits mit dem Veterinäramt im Kontakt. Das ist super, denn die sagen euch im Endeffekt, was sie haben wollen. Na? Nächste Woche, also Moment, jetzt finden die ja mal Donnerstag 19.30 Uhr statt. Das ist ja nur den Kirchenglocken geschuldet, dass wir eine halbe Stunde später anfangen. Nächste Woche spreche ich mit euch darüber, wenn ihr jetzt anfangt, was benötigt ihr? Und so ein bisschen Erstausstattung, wir sprechen darüber, das machen wir nochmal extra, welches Auto ihr braucht. Also das würde ich sagen, das machen wir extra. Also so Auto, Hundeboxen, so das ist ein ganz großes Thema, natürlich für Dogwalker. Und nächste Woche schauen wir so ein bisschen, welche Versicherung braucht ihr, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, als Dogwalker, Dogwalkerin und so ein bisschen Gewerbeanmeldung. Sprechen schon mal ein bisschen was übers Auto und so ein bisschen alles, was ihr zum Start benötigt. Homepage, Anfangsmarketing, Facebook und alles so ein paar Punkte möchte ich nächste Woche mit euch besprechen. Jeden Donnerstag 19.30 Uhr bin ich so, das war ich jetzt, knappe halbe Stunde, 25 Minuten für euch online und rede mit euch über alle relevanten Themen, die Hundebetreuer, Dogwalker eben interessieren. Also ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich weiß, es ist ganz speziell jetzt und die Hundethemen sind natürlich auch spannend. Die machen wir dann auch wieder, dann wahrscheinlich im Oktober irgendwann. Ich danke euch, dass ihr wieder da wart heute und mir gelauscht habt. Ich freue mich darauf, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wünsche euch noch morgen einen wunderbaren Freitag und dann ein schönes Wochenende. Ja, gut, dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.